So, danach habe ich gesagt, pass auf, wenn es etwas gibt, was wir jetzt an dieser Situation ändern können, was dir die Sicherheit bietet, jetzt sofort zu starten, was wäre es? Sagt er, ja, eine Nacht drüber zu schlafen. Sage ich so, das ist aber nicht die Lösung, zweifelst, weil wenn du nicht zweifeln wollen, also wenn du nicht zweifeln würdest, dann wärst du jetzt schon gestartet. Also gibt es noch etwas, woran du zweifelst? Sagt er, nein, ich will Nacht drüber schlafen. So, was hätte ich jetzt hier an diesem. Also mein Bauchgefühl, wenn du mich jetzt fragst, an mein Bauchgefühl glaube ich nicht, dass der gut vorqualifiziert wurde, weil er hat dir ja keine Bedienungsanleitung gegeben. Das heißt, wenn du in der Qualifikation klar fragst, unter welcher Voraussetzung, dann ist es so ein Punkt, wo ich der felsenfesten Überzeugung bin, der irgendwas hat gefehlt. Richtig. Jetzt hast du ihn gefragt, er weiß es selber noch nicht, weil er noch nicht in die Tiefe gegangen ist. Du hast ihn aber auch nicht in die Tiefe gemacht. Ihr habt einen freundlichen Schlagabtausch gemacht. Ja, aber du hast mir doch gesagt, wir können am Ende des Gesprächs eine Entscheidung treffen. Ja, das habe ich gesagt. Okay, jetzt sind doch alle Fragen beantwortet. Warum kannst du es nicht? Ich will nur mal eine Nacht drüber schlafen. Ja, okay, aber du hast doch das gesagt. Ja, aber ich habe doch das gesagt. Hol eine Technik hervor und sag, pass mal auf, also ist dir wichtig, dass morgen das gleich gute Bauchgefühl herrscht wie heute, oder? Was könnte wirklich im allerschlimmsten Fall passieren, wenn wir heute eine Unterschrift machen, du morgen das gleich gute Bauchgefühl hast und wir in 2 Wochen erkennen, dass das auch heute und morgen die richtige Entscheidung ist. Was könnte jetzt im allerschlimmsten Fall passieren? ja, gar Und nichts. an deinem Lächeln höre ich nichts. Daher meine Frage, starten wir jetzt oder möchtest du den Vertrag auf morgen machen? Gar kein Thema mit mir. Dann mache ich den Vertrag auf morgen, schicke den jetzt gemeinsam zu, wir gehen nochmal gemeinsam durch, dann hast du schlussendlich morgen das gleich gute Gefühl. Wir haben ja beide gerade festgestellt, im schlimmsten Fall kann nichts passieren. Und jetzt mal Hand aufs Herz, Roman, wenn wir das jetzt machen, wäre ich dann ein Mensch, den man verbrennen, anzünden, nun aus dem Fenster schmeißen müsste? Wäre ich so ein Mensch? Nein. Da bin ich ja froh, ich würde es dir jetzt gleich zuschicken. Ich gehe jetzt nochmal die Straße mit dir durch, 1, 2, 3 Straße und. Aber wenn ich denn doch ein bisschen Zeit brauche, Ja. bis morgen. Ja. Außer dass du aktuell das Gefühl hast, dass du noch Zeit brauchst. Gibt es irgendwas? Nein. Okay, heißt für mich, was ist dir wichtig? Welche Erkenntnis möchtest du aus dem Thema morgen holen? Was ist dir wichtig? Ich will mich einfach nur informieren. Ich bin Prima. einfach unsicher. Hm? Gibt es sonst noch was? Nein. Okay, wenn du dich informieren möchtest, was genau verstehst du informieren? Über informieren, Entschuldigung. Einfach Videos anschauen, Feedbacks einholen, dass es wirklich funktioniert, dass. Also, was ich nachvollziehen kann, du guckst dir Videos an, um Referenzen zu bekommen, weil schlussendlich sind wir uns doch einig, es bringt uns beiden nichts, wenn du heute in ein Coaching gehst, was nicht funktioniert. Stimmt's? Richtig. Und manchmal muss man doch zweimal überprüfen, dass etwas funktioniert, bevor man irgendwelches Geld investiert. Auch richtig. Richtig. Prima heißt für mich, dir ist wichtig, dass wenn wir das machen, ich dir Referenzen zeige, dass du das sicherstellen kannst. Richtig, genau das habe ich auch gemacht. Also morgen, ich habe gesagt, pass auf, ich weiß, was ich dir auf jeden Fall anbieten kann, ist, lass uns einfach mal morgen 15 Uhr einen Dreier-Call machen. Ja. Du informierst dich und du siehst ja auf der Webseite zum Beispiel 4 Videos von 4 verschiedenen Personen, wo ihre Story erzählen, vorher, nachher. Such dir einfach eine dieser Personen aus, die dir am sympathischsten ist, und dann machen wir einfach einen Dreier-Call. Was hältst du Ja. davon? Hat er gesagt, okay. Finde ich gut. Ja. Ja. Du hast aber, wie gesagt, du hast ja vorher gefragt, was machst du mit der Person? Ich würde sagen, vorher, ich weiß nicht, wie deine Qualifikationsgespräche sind, die müssten wir jetzt mal überprüfen. Ja. Ja, und danach behaupte ich aber, wenn du jetzt Wunsch und Katastrophe hintereinander gepackt hättest, Ja. um dann gleich mit der Straße, wie ist denn deine Straße, ist er so, ist er so? Ich kann es nicht garantieren, aber rein vom Empfinden hast du gerade gelächelt und sagst dann zu mir, ja, okay, scheiße, jetzt komme ich selber nicht mehr raus. Ja. Ja. Und jetzt weiß ich aber natürlich nicht, du hast das jetzt schon so mit ihm fixiert. Ja. Okay, habt ihr gezoomt oder Ja, wir telefoniert? haben gezoomt, wir haben gezoomt. Ich habe auch gesagt, pass auf, was ich gar nicht mag, wenn die Leute mir face to face so sagen, ja, ich schlafe eine Nacht drüber. Ich habe ihm gesagt, pass auf, du kannst mir offen und ehrlich sagen, wenn du keinen Bock hast, dann hast du keinen Bock, ja, aber sag's mir bitte, weil was ich überhaupt nicht leiden kann, ist, wenn Leute sagen, ja, ich schlafe eine Nacht drüber, und dann hörst du nie wieder was von denen. Bist du so ein Typ oder bist du nicht so ein Typ? Weil wenn du so ein Typ bist, Gehst was? du mit ins Schlagabtausch? Warum Warum? machst du das? Was ich gar nicht mag, ist, wenn solche selbstherrliche Arschlöcher mir gegenüberstehen und meinen, Sales zu können. Merkst du, gibt es dir gerade ein gutes Gefühl? Nee, aber ich will halt Klartext. Ich. Absolut. Aber wenn ich mich so formuliere, pass auf, kannst du dir vorstellen, du bist der Unternehmer, genau wie ich, oder? Also ist doch unsere Zeit gleich viel wert, Absolut. oder? Prima. Heißt für mich, können wir ein persönliches Commitment treffen? Bedeutet? Heißt für mich, wenn du es nicht gut findest,
ohne dass ich mich angegriffen gefühle, kann ich dir dann sagen, dass es schlecht ist. Und wenn du es schlecht empfindest, kannst du mir aber auch sagen, dass es schlecht ist. Weil nichts Schlimmeres, als ich deine Zeit verschwende und du meine. Das sind wir uns doch einig, oder? Das ist absolut richtig. Das prima. Habe ich auch gesagt. Daher meine Frage. Was habe ich jetzt falsch gemacht, dass du schlussendlich mit meiner Zeit so umgehst? Da muss ich mich ja fast schon für entschuldigen, oder? Mhm. Daher Entschuldigung, dass ich mit deiner Zeit so, beziehungsweise dass du mit meiner so umgehst und dass ich das nächste Mal lerne. Was muss ich nächstes Mal bei dir anders machen, um mit einem klaren Ergebnis rauszugehen? Weil ich habe gerade wohl irgendwas falsch gemacht, oder? Das ist krass. Ich gehe einen Schritt zurück, mache eine Entschuldigungstechnik, gehe vor und sage dem ganz, ja genau, ja. Ich mache das nicht anders wie du. Nur du pressurest, du schlägst. Ja. Und ich sage, ich hole mir vor das Commitment. Ja. Jeff, da haben wir es wieder. Ja. Ist eine Technik, ja. Ich sag, pass auf, können wir uns committen? Ja. Können wir ehrlich sein? Ja. Unsere Zeit ist wertvoll? Ja. Darf ich ehrlich zu dir sein? Ja. Ich muss mich entschuldigen. Warum? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass du dir wünschst, dass man so mit deiner Zeit umgeht. Also muss ich was falsch gemacht haben, sonst würdest du nicht so mit meiner Zeit. Also haust du nicht richtig auf die Fresse, sondern du... Ich hau den richtig, aber ich frag vorher, ob ich darf. Das ist der einzigste Unterschied. Das ist der einzigste Unterschied. Weil wenn ich zu dir sag, darf ich dir aufs Maul hauen? Ja. Drehst du dich auch nicht weg? Nee. Schlägst du auch nicht zurück? Nee. Ja, super, jetzt weiß ich, was ich machen darf. Du darfst mir aber danach auch nicht böse sein. Mhm. Egal, wie hart ich zuschlage, das mache ich. Okay. Und jetzt hole ich aus, da gebe ich dir einen Hauch voll zu und sag nur weil es wir besprochen haben. Ja, ja, ja. Ja? Und entschuldige mich aber noch vorher dazu. Als Entschuldigung, dass ich jetzt... Aber das war wirklich ein harter Kandidat, der also ums Verrecken. Ich hab mit ihm jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde Einwandbehandlung gemacht. Ich habe gesagt, also er wollte einfach nicht sagen, was die Gründe sind. Ja? Er wollte es einfach nicht. Also ich, sollen wir einen Test machen? Wie meinst du einen Test? Rufen jetzt an. Ja, komm. Komm.